So, eben angekommen auf der schönen Straße hier. Angekommen. So, da ist der Brunnenbauer mit der Pumpe. Da ist der Platz von deinem ersten Container. Der kommt hier drauf. Dann ist hier die 5,50 Meter. Und hier sind schon die Vorbereitungen für den zweiten Container. Ja? Dann sind sie jetzt hier am Arbeiten. So, da sind sie jetzt am Abladen. Die Rohre. Die Pumpe. Das kommt dann hier rein. Sauber, sauber, sauber mit Rundweg wieder. Mit Rundweg hier. Sauber. Da kommt das Wasser raus später. Heute Morgen um 5:30 waren es 25 Grad. Ich bin mit kurzen Armen bin ich raus und dann ganz plötzlich hat das Wetter umgeschlagen. Boah, jetzt habe ich keine Jacke dabei und gar nichts. Richtig kalt ist es. So Nieselwetter. Aber schön zum Arbeiten. Gell? Schön zum Arbeiten. Da steht der Wassertank. Die Anschlüsse schon dran. Das ist so ein Schutzmäuerchen, wenn da mal irgendwie was ist mit Wasser, dass das nicht gleich rausläuft da auf dem Boden. Gehen wir da ein bisschen außen rum. So, da kenne ich mich natürlich jetzt nicht so aus, was für wohin ist und so. Das wissen die hier. Da mit Leiterchen. Zack, zack, zack. Oben mit dem Deckel. Und von hier aus geht es dann weiter, ja. Aber wie gesagt, da ist nochmal ein Anschluss für irgendwas. So, aber wenn ich dann rüber gucke, sieht das dann so aus, ja. Bauen von der zweiten Abstellfläche hinten ins Pumpenhaus. So sieht es dann aus, ja. Auch so ein bisschen Wald sauber gemacht, auch außenrum ein bisschen. So. Dann geht's rein in den Urwald. Alles die Vorbereitungen für die Pumpe da jetzt einzulassen. Immer die Aufsicht. Weil wenn es nach denen gegangen wäre, Günther, hätten die oben noch mal so ein Häuschen draufgesetzt, ja, das wäre am einfachsten gewesen. Ohne dann ein Rohr von oben nach unten wieder. Und dann hat der Sosa gemeint, nein, das machen wir schön in den Boden rein und da kommt eine Platte drauf. Das sieht dann nachher kein Mensch, dass da unten drunter eine Pumpe ist, ja. Da kommt ein bisschen Gras drauf und das war es dann gewesen. Und so machen sie das jetzt auch, ja. Also unter der Erde. Nicht gerade so da oben drauf und ein Häuschen drumherum, sondern ja, so ist das. Immer schön hören, wie das der Meister gerne hätte. So, die Stunde der Wahrheit. Da geht sie jetzt rein, die Pumpe. Zack. Huh?
geht sie jetzt runter. Mindestens 120 Meter. So, das war jetzt Anschluss der Wasserpumpe. Nee. Haben es probiert, funktioniert. Und da kommt jetzt ein schöner Betondeckel drauf und dann ist das Ding verschwunden, ja? So, jetzt gehen wir runter ans Haus. Ist kalt geworden. Wir haben bestimmt von heute Morgen 6 bis jetzt 10 Grad Unterschied. Ich friere mir da fast einen ab. Ich habe keine Jacke dabei. So, dann fahren wir jetzt mal runter und dann gehen wir mal nach den Häusern gucken. So, jetzt komme ich also da von dem vom Hauptweg, komme ich dann da rein. Und das wäre dann der erste Parkplatz von Haus 1. Und die anderen fahren da schön in 2 Meter Abstand, also nicht direkt am anderen Haus vorbei, sondern ein bisschen weiter unten, fahren die dann zu ihren Häusern. Ja? Immer schön so ein bisschen um die Kurve und dann so rum. Also ich meine, das hätte er ganz toll eingezeichnet. Und hier kommt natürlich die Spitzmauer hin auf der rechten Seite, dass man das dann dementsprechend auffüllen kann und dass man dann da ebenerdig reinfährt. Ja? So sieht es dann aus. Wenn dann die Bäume weg sind, hat man auch einen viel schöneren Blick auf das Naturbad. So, dann gehen wir mal hier. Die Stufen schon fertig. Haus 1. Fenster drin. Saubere Abschlüsse. Tür. Wunderbar. Unten saubere Abschlüsse mit so einer Leiste. Sehr schön gemacht. Fenster drin. Wunderbar. So, das ist dann der Blick auf den Parkplatz 2, sagen wir mal so. Da unten ist der Weg. Ja, sieht man schön, hat er wirklich gut eingezeichnet, kann man sich sehr gut vorstellen. Da vorne sind dann nochmal 2 Meter frei, also mit grünen Wiese, bis der Weg da unten dann an. Ja? So sieht das aus. So. Und dann fährst du hier weiter, geradeaus auf dem Hauptweg. So, Haus 1. Die Seitentür hier. Fenster ist offen, mit Fliegengitter. Schön da gemacht mit dem Silikon, ja? Sauber abgedichtet mit dem Silikon hier. Dann gehen wir dann da rein. Küche. Da kommt dann das Küchenmöbel hin nächste Woche. Hier auch. Machen wir hier Fliegengitter zu, dass nicht so viele Mücken da reinfliegen. So. So sieht das aus. Dann fertig, überall die Fenster drin. Hier auch. Düsen. Ganz hier die Fenster sauber eingebaut. Ja. So, dann geht es hier raus. Und dann sind da vorne sind die Bäume dann weg, weil ja da der Weg hinkommt. Und dann hat man eine wunderbare Aussicht. Wunderbare Aussicht darüber. Acá me subo un ratito, Sosa. Un ratito. Ins Waschhaus. So. Da ist der Sockel schon fertig. Anschlüsse. Da wird jetzt noch gestrichen drin. Und dann kommen da die Möbel rein.
so wie wir gesagt haben, ja. Sauber, 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 da kommen noch die Scheiben rein. So, gehen wir dann mal raus, gucken da unten schön runter. Dann gehen wir da rum. Ist alles schon fertig. Da sind wir mal die Fläche und das neue Dach. Rein. Auch schon Fenster alle drin. So. Und dann ist hier das Bad. Muss noch die Sachen rein. Hier ist die Ablage. Kommt in den anderen Bädern auch rein. Ja, wird also noch ausgefließt. Das heißt also, man duscht sich hier schön und hier ist dann die Ablage für die Seiten. Ja, Shampoo. Ja, so sieht das dann aus. Oben für das Fenster drin schon. Und da nochmal, da oben kommt dann der Boiler rein. In den anderen zwei Bädern hängt er schon. Das habe ich schon erklärt da mit der Ablage. So. Nochmal, da haben wir so schönes Fliegengitter, das machen wir einfach nicht zu, weil es nicht gewohnt sind. So. Mehr Arbeit, aber die Scheiben sind, die Fenster sind drin. Wunderbar. Nur der Rahmen drin sehe ich, da fehlt das Fenster noch. Gut. So, jetzt hier die Zufahrt. Da sind die zwei Rohre dran. So sieht das Teil fertig aus. Ja? Wenn das Wasser da runterläuft und dann hier durch. Hier hoch. Und hier wurde die andere Verlängerung dran gemacht. Hier, ja? Sauber, feste. Das läuft dann hier raus und da runter. Schön breit, ja. Richtig schön breit. Kann der LKW schön rumfahren. Alle Lande!